Vor dem Wirtschaftsministerium Schwerin protestierten am 10. Januar ca. 200 Landwirte. Auch Jäger, welche zuvor an den Demonstrationen des Jagdverbandes teilgenommen hatten, schlossen sich dem Protest an. Wir gehen auf die Straße, um endlich als Teil dieser Gesellschaft wahrgenommen und gehört zu werden. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer versuchte mit den Demonstranten in den Dialog zu treten. Aufgrund zahlreicher Zwischenrufe seitens der Demonstranten sei es aber nicht zu einem ordentlichen Dialog gekommen, so Minister Meyer. Das ist nur noch ein Kopfschütteln. So, quatsch doch gar nicht. Begreifen Sie das doch bitte endlich mal. Wir brauchen das nicht. Seit dem 8. Januar demonstrieren die Bauern in ganz Deutschland. Mit der Protestwoche richten sich die Landwirte gegen die Agrarpolitik. Sie protestieren gegen die geplanten Kürzungen von Agrarsubventionen. Die Bauern fordern vor allem, die Steuervergünstigung für Agrardiesel beizubehalten.